So, hallo und herzlich willkommen zu einem sogenannten Tutorial. Ja, ich zeige euch heute einfach mal, wie man in Rainbow Six Siege den Server wechselt auf dem PC. Das ist eigentlich ziemlich simpel und es gibt verschiedene Gründe, den Server zu wechseln. Also, wir beginnen einfach mal. Ihr geht einfach hier auf Explorer oder wie auch immer das heißt. Könnt ihr einfach mit Windows E öffnen oder ihr sucht es halt einfach. Das kennt halt einfach jeder. Okay. Dann geht ihr auf Dokumente, geht auf My Games, Rainbow Six Siege. Dann klickt ihr weiter, geht auf GameSettings.ini. So, dann öffnet sich dieses Fenster. Können wir auch mal groß machen. Dann scrollt ihr ganz runter. Also hier oben sind einfach nur eure Einstellungen, die ihr eingestellt habt, nochmal hier selbst im Code eingeschrieben. Dann scrollt ihr ganz runter, bis ihr hier dieses Fenster, diesen Abschnitt sieht. Und dann, hier sind das hier ist, sind halt die ganzen Server, die momentan online sind. Also Europa, also zum Beispiel US East und US Zentral und so weiter, ist alles das gleiche. Also ihr seid dann trotzdem auf dem gleichen Server. Normalerweise seid ihr auf Default, also der beste Ping, den ihr in der Location habt, wird dann also automatisch bester Ping gleich ausgewählt, ja. Und dann wählt ihr einfach was aus. Wenn ihr zum Beispiel beispielsweise Bock auf amerikanische Server habt, dann nehmt ihr einfach Eus und schreibt es hier unten hin bei Data Center Hint. Ich habe da schon Eus hingeschrieben. Dann speichert ihr das einfach unter entweder Steuerung S oder Datei und Speichern. Ihr müsst dabei bedenken, Uplay und so weiter muss geschlossen dabei sein. Oder ihr müsst es dann halt neu starten. So, und dann seht ihr hier kurz noch ein Rainbow. Dann könnt ihr hier halt sehen, ob ihr wirklich damit verbunden seid. Ich bin hier mit Eus verbunden, 105er Ping, geht klar. Und achtet bitte auf euer Ping. Also, wenn Amerika schon so schlimm ist. Also 105 geht noch, klar, manche Schüsse connecten nicht, ist halt ein bisschen lucky. Wenn ihr dann zu Brasilien connectet, dann ist dann ihr im RIP. Okay, das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch dabei weiterhelfen. Viel Spaß noch. Ciao.